Ja, Freunde, hallo und herzlich willkommen hier bei Levelscard 1210. Heute packe ich die Xbox One Version von PES 2016 oder Pro Evolution Soccer aus. Es ist die Day One Edition inklusive MyClub Bonusinhalte und ja, der Preis steht zwar 25, aber ich habe es für einen Fünfer bekommen. Inklusive, beziehungsweise man muss sich das dann noch runterladen. Die Euro 2016 DLC. Ja. Für die PS4 gibt es ja ein Euro 2016 Spiel, wo dann die Vollversion von PES 2016 dabei ist. Hier muss man sich halt zur Vollversion von dem Spiel die Euro 2016 als DLC runterladen. So, das Ganze hier, Supercup, Champions League und Europa League ist dabei. Und auf dem Cover sehen wir hier Neymar und ein Spieler von Juventus Turin, würde ich mal annehmen. Das Ganze kommt natürlich von Konami. Und ja, ob es mit FIFA mithalten kann wegen Lizenzen, das bezweifle ich. Aber es ist eine gute Alternative und ich finde es gut, dass dieses Spiel auch jährlich erscheint. Denn wenn es nicht so wäre, dann gäbe es nur FIFA und ich habe lieber eine Auswahl. Und ja, es ist ja so, dass die Konkurrenz Druck macht. Das ist ja für uns Spieler dann gut, wenn dann die... Oh Gott, Leute, ey, ist es einfach zu spät. Ich kann nicht mehr denken. Aha. Oh, Brain, mein Brain ist gerade eingefriest. Also was der Levis sagen wollte ist, Konkurrenz ist immer gut, denn so muss sich FIFA anstrengen und jeder hat die Auswahl, was er halt zocken möchte. So, das wollte ich sagen. Da haben wir das Cover nochmal. Wer ist er hier? Da seht ihr, dass ich europäischen Fußball jetzt mir nicht alle Ligen anschaue. Sicher werdet ihr sagen, oh Gott, Levis, wie kannst du ihn nicht erkennen? Das ist doch der Superstar. Ja, aber ihr wisst, ich bin ein Galatasaray-Fan und ich schaue mir meistens Galatasaray an. Gut, Neymar kennt, glaube ich, jeder. So, das ist das Spiel. Hier sehen wir nur Mr. Neymar drauf und die gleiche Rückseite. So, da haben wir den Code dahinter. Und interessant, wow, Steuerung. Das ist ja auch mal interessant. Denn normalerweise haben wir ja gar nicht so Booklets oder sowas. Aber hier so ein Blättchen, welche Taste was ist. Grätsche, Sprint, schnelles Dribbling wird erklärt. Wow, Respekt Konami. Ja? Und hier haben wir die schöne Disc im Fußballdesign. Klasse. Ja. Ja, seid ihr FIFA-Fans oder sagt ihr, mir ist PES trotzdem lieber? Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet hier bei Levelscard 1210. Bye, bye.